Hallo zusammen, ich melde mich auch mal wieder zurück. Es hat nämlich mehrere Gründe. Was ist da los? Warte mal, Moment. Ohne Audio vor Ort fahren, weil meine Cam, die hat gerade so ein paar Faxen gemacht und ich gucke mich schon wieder selbst an. Jetzt nicht mehr. Es gibt einen Grund, es gibt sogar mehrere Gründe, warum ich mich jetzt. Gründe, warum ich mich jetzt bei euch melde. Und zwar, Nummer 1 ist, ich bin jetzt erstmal wieder ein paar Tage weg. Und zwar genau zu sein, bin ich bis kommenden Dienstag weg. Also, es ist der sechste, siebte, so war das. Genau, sechste, siebte, da komme ich wieder. Aber erst abends, das heißt, da kommen auch noch keine Videos. Also, ihr werdet jetzt erstmal die nächsten 4 Tage von mir keine Videos sehen. Okay, das war jetzt eigentlich, glaube ich, das Schlimmste von allen. Punkt 2 ist, ich wollte nur mal diejenigen darauf hinweisen, die Final Fantasy verfolgen. Ich habe die Parts, oder war ja zwischen, glaub, zwischen 134 und 35, hat mir einfach mal eine Aufnahme gefehlt. Passiert halt. Aber die habe ich wiedergefunden. Hey, und jetzt habe ich die heute alle hochgeladen. Das heißt, da sind schon mal 4 Videos davon. Ein fünftes folgt noch. Das ist nämlich der zweite Teil von dem Battle von Thornlist 500 Abo-Turnier. Gegen Schuh. Ja gut, ich werde das Video jetzt schon hochgeladen haben, weil das, was ich jetzt aufnehme, ist das letzte Video, was ich hochladen werde. Okay. Das war Punkt 2. Punkt 3 ist, es ist verdammt warm. Das wollte ich euch jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich merke es gerade. Und bei geschmeidigen. In meinem Zimmer sind es jetzt, ich weiß nicht, ob man sieht, 28,1 Grad und wir haben 14:40 Uhr. Und selbst das, was ich anhabe, ist ja nicht viel, aber es ist trotzdem noch viel zu viel. Es ist noch viel zu warm, ey. Aber mit nacktem Oberkörper will ich mich euch nicht zeigen. Und, genau, also jetzt der eigentliche Punkt 3 ist, dass. Warte mal. Genau. Ich habe ja eine PlayStation 3. Und wenn ihr wollt, wenn ihr auch eine habt, dann könnt ihr mich gerne adden. Hier so als, hier. Dann können wir mal online zocken und so. Und ratet mal, wie der Name bei PlayStation 3 ist. Genauso wie bei YouTube. Also Zugzu. Wenn ihr nach Zugzu sucht und mir eine Freundeseinladung schickt, ich werde die wahrscheinlich sogar annehmen. Weil ich bin halt so ein Trophäensammler. Ich bin zwar, ich habe zwar noch nicht viele, ich werde auch wahrscheinlich nicht viel mehr haben, aber manche kann man halt nur mit mehreren Leuten holen. Und deswegen, edit mich ruhig. Ich schreibe dann zwar nicht oft zurück vielleicht und so, aber wir können vielleicht trotzdem mal zocken. Okay. Punkt 4 ist. Genau, das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Ja, die Hitze, die macht mir echt zu schaffen. Und der eigentliche Grund, warum ich mich auch bei euch melden wollte. Boah, die Aufnahme wird ziemlich laut, glaube ich. Genau. Was kommt nach Final Fantasy 7? Das lasse ich euch entscheiden. Und zwar, ich gebe euch ein paar Spiele vor und ihr könnt endlich mal voten. Ihr könnt bei mir mal voten. Ist ja nicht schön. Ja, es gibt. Insgesamt sind es, ja, 5 Spiele, kann man sagen. Aber 3 fasse ich zu einer Gruppe zusammen. Also, es ist jetzt wie folgt: Ihr könnt entweder abstimmen für Munch's Odyssey. Weil ich die anderen Oddworld-Teile gespielt habe und denen haben viele Leute gefallen. Dann habt ihr noch die Wahl ja genau. Das nächste Spiel ist einfach Spyro 1. Spyro the Dragon, natürlich 100%, ist klar. Bei Munch's Odyssey wird es wahrscheinlich nicht 100%, ich versuch's natürlich. Aber es wäre für mich blind und das ist dann zu viel verlangt, wenn ihr dann wirklich von mir 100% erwartet. Ich würde versuchen, mein Bestes zu geben, aber ich kann nicht versprechen, dass es 100% werden. Punkt 3 ist Crash Bandicoot. Also, ihr habt die Wahl zwischen diesen 3 Sachen. Okay. Wenn ihr euch für Crash Bandicoot entscheidet, dann müsst ihr sagen, ob ihr Crash Team Racing spielen sehen wollt, 100% natürlich, Crash Bash oder Crash Bandicoot der Zone des Cortex. Das müsst ihr mir dann sagen. Also, ich werde dann alles zusammenziehen, also wie viel ist für Munch's Odyssey, wie viel für Spyro und wie viel für Crash insgesamt. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Leute habe, einer sagt, okay, ich spiele Crash Team Racing, okay, ich spiele Crash Bash. Dann zählen beide Stimmen für Crash insgesamt. Und wenn Crash dann insgesamt gewonnen hat, zähle ich dann nochmal die einzelnen Stimmen aus, wie viel ihr für das jeweilige Spiel gestimmt habt. Und ich kann heute sowieso nicht sprechen. Ich habe so ein Pappmaul, ey. Ich bin so ausgetrocknet. Ja, genau. Also, votet fleißig drauf los. Ich bin jetzt erstmal weg. Ihr habt jetzt ein paar Tage Zeit. Und wie gesagt, edit mich ruhig bei der PlayStation 3. Finde ich cool. Jo, ich glaube, das war's eigentlich. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich weiß es gerade nicht. Also natürlich vielen Dank für über 900 Abonnenten. Finde ich echt klasse. Es sind schon fast 1000 und ich. Oh mein Gott, ich muss bald wieder ein Special machen. Naja. Gut, ich lasse mir was einfallen. Ich habe schon so eine Idee, aber es ist leider noch nicht umzusetzen. Ich will aber noch nicht zu viel verraten.
Okay. Gut, dann wünsche ich euch mal ein schönes Wochenende. Genießt die viel zu heiße Sonne. Morgen wird es 38 Grad. 38. Puh, das ist so viel. Ne? Naja, gut. Okay. Genießt trotzdem das Wochenende. Genießt die Ferien, die jetzt bei vielen von euch vielleicht angefangen haben mögen. Ich habe leider keine mehr. Ich bin zu alt. Und ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Bis nächste Woche.